Meine Lieben, was geht? Herzlich willkommen zurück auf dem Channel und zu einem neuen Video. Und heute hier mal in einem ganz anderen Setting. Aber wir werden das Setting gleich noch weiter ändern. Es wird nämlich heute ein Bad-Makeover geben. Ich habe euch vor 2 Wochen angekündigt, dass es hier ein kleines Shift geben wird, was mein Content angeht. Es wird mehr aus meinem Privatleben geben. Und ich habe einfach vor ein paar Wochen bei Zara Home Deko-Tabletts fürs Badezimmer bestellt, weil ich möchte, dass das Badezimmer ein bisschen cleaner aussieht, ein bisschen edler, ein bisschen mehr classy, ungefähr so, wie wir das hier im Rest der Wohnung auch schon gemacht haben mit den ganzen Farbwechseln. Und dieses Paket habe ich jetzt schon seit 2 Wochen hier rumliegen und ich dachte mir einfach, ich nehme euch einfach mal mit. Wir machen das Makeover heute einfach mal zusammen. Deswegen herzlich willkommen zu meinem ersten Makeover-Video. Ich habe tatsächlich noch keins dieser Art gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie das heute läuft und ich bin auch sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Aber ich bin auf jeden Fall zuversichtlich und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Ich zeige euch jetzt erstmal kurz, was da alles in diesem Paket drin ist und dann gehen wir direkt ins Badezimmer. So, hier haben wir Nummer 1. Die habe ich quasi als Schmuckkästchen bestellt. Hat auf jeden Fall eine richtig schöne Oberfläche und ich finde die Größe ist auch perfekt. Ist aber auch so von der Farbe her richtig schön naturbelassen. Also gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Zahnputzbecher, nicht zu vergessen. Soll ja alles so ein bisschen auch irgendwie gleich aussehen, von daher, ja. Auch hier wieder extrem schöne glatte Oberfläche, fühlt sich wirklich schön an, so vom Anfassgefühl. Seifenspender natürlich nicht zu vergessen. Ich finde, der sieht auch echt hochwertig aus. Also gerade so hier beim Verschluss achte ich immer drauf, dass es auch irgendwie klar geht und nicht irgendwie so billig aussieht. Und er fühlt sich wirklich hochwertig an und das Pumpgefühl ist auch gut. Kein Billigzeug. Finde ich gut. Sieht auch wieder sehr schön aus. Glatte Oberfläche. Hier haben wir das erste Tablett. Ich glaube, von der Größe her passt es perfekt auf die Auflage. Ich finde auch hier das Muster echt schön. Ist wirklich so naturbelassen. Und was ich hier auch gerade sehe, ist, dass hier unten solche kleinen Nupsis sind, sodass es dann auf den Nupsis aufliegt und nicht irgendwie auf dieser glatten Oberfläche. Finde ich extrem gut. Ich habe auch immer geguckt, dass ich hier so einen Rand habe. Also es gibt ja auch welche, die einfach so eben sind oder die einfach nur so eine Kuhle haben. Das wollte ich nicht. Ich wollte schon so einen richtig schönen Rand haben. Weiß ich nicht, spricht mich einfach irgendwie mehr an. So, hier ist so eine kleine Seifenablage. Ich habe sie tatsächlich für Ohrringe bestellt, damit ich hier auch so ein bisschen den Kram ablegen kann, den ich jeden Tag benutze. Ist im Prinzip das große Tablett einfach nur in klein. So, dann habe ich hier noch ein großes Schmuckkästchen. Theoretisch, also ich habe es eigentlich für Schmuck bestellt. Man kann aber auch so Hygieneartikel da reinmachen. Muss ich mir gleich mal angucken, ob das hier alles so reinpasst oder ob ich es nochmal für was anderes verwende. Aber ist auf jeden Fall auch wieder extrem schön. Also bisher bin ich wirklich zufrieden mit dem ganzen Stuff hier. Großes Tablett Nummer 2. Also sieht genauso aus wie das andere. Auch wieder hier schönes, naturbelassenes Muster. Gefällt mir sehr. So, und hier ist Tablett Nummer 3. Wirklich, wirklich nice. So, das ist jetzt der ganze Kram. Ist auf jeden Fall ein bisschen was zusammengekommen. Aber ich glaube, das kann ganz geil aussehen im Bad. Und das bringen wir jetzt ins Bad. So, das ist die aktuelle Situation. Hier steht auf jeden Fall extrem viel auf der Ablage. Gleiches gilt hier für meine Kommode, die ihr ja aus meinen ganzen Videos kennt. Hier ist einfach viel zu viel. Hier ist auch so viel Kram, den ich eigentlich gar nicht benutze. Und ich will es halt einfach ein bisschen cleaner haben. Also ich möchte das alles so ein bisschen minimalistischer haben. Und ich möchte auch gucken, was haben wir eigentlich alles hier rumstehen, was nicht mehr benutzt wird. Was vielleicht auch weg kann oder verschenkt werden kann oder was weiß ich. Aber es ist einfach alles zu viel. Es ist hier einfach nicht mehr übersichtlich und ich möchte es einfach ein bisschen cleaner haben und das machen wir jetzt. So, ich habe mir jetzt hier einen Wäschekorb besorgt und jetzt werde ich erstmal alles abräumen, was wir da auf der Ablage stehen haben. So, also die Ablage ist abgeräumt. Ich habe alles irgendwie so in den Wäschekorb gepackt und Zahnbürsten woanders verstaut. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt in den Wäschekorb legen. Aber ich glaube, ich werde einfach mal alles jetzt hier aus dem Badezimmer rausräumen, was hier so rumsteht. Dann kann ich nämlich richtig schön alles einmal clean machen und dann auch clean wieder einräumen. Leute, ist das nicht irre? Ich habe einfach hier unten diese ganzen 3 Kisten sind einfach voll, oder die ganzen 4 Kisten sind voll mit Haarprodukten. Eigentlich haben wir auch eine Ordnung. Ich habe hier zum Beispiel eigentlich alles Sprays und Schaumfestiger drin. Hier alles an Gels
Und hier sind dann eigentlich so alle Creams drin und so. Aber ihr seht auch hier, da schmeiße ich manchmal einfach die ganzen Sachen rein. Ich muss auch eigentlich mal die ganzen Kisten durchgehen und gucken, welche Produkte überhaupt noch haltbar sind. Und dann auch überlegen, welche benutze ich eigentlich, welche kann ich vielleicht verschenken oder spenden. Vielleicht mache ich auch einen kleinen Flohmarkt draus. Könnt ihr mal unten in den Kommentaren reinschreiben, was ihr so davon halten würdet, wenn ich mal so einen kleinen Flohmarkt draus mache. Aus den Produkten, die natürlich noch haltbar sind. Also ich muss da auch ein bisschen mich an die Vorgaben halten. Ich verkaufe keine oder verschenke keine Produkte, die eigentlich gar nicht mehr so den Effekt bringen können, den sie eigentlich bringen sollen. Aber ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine andere Baustelle. Das machen wir nicht heute. Ich merke auf jeden Fall schon, wie es hier jetzt auch anfängt zu heilen. Also ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber hier ist auf jeden Fall jetzt anscheinend viel zu wenig drin. Das heilt auf jeden Fall richtig krass. Die kommen jetzt gleich noch raus. Den Kasten hole ich hier noch vielleicht nochmal raus. Und das hier kommt dann auch nochmal alles raus. Da muss ich auch echt überlegen, was davon wieder reinkommt und was nicht. Ignoriert hier das Kabel, das ist gerade für die Kamera gewesen. Mein Handy ist sowieso einfach immer irgendwo. Aber ich würde sagen, wir kommen voran. Das kommt auf jeden Fall jetzt alles raus und dann wird hier einmal durchgewischt. Fertig. Das Badezimmer ist komplett geputzt, alles wieder picobello. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, hier diese Ablage einzuräumen oder ja, erstmal das Paket auspacken. So, also, es ist so, dass wir auf dieser Seite immer quasi unsere ganzen Zahnputzsachen haben, was auch irgendwo Sinn macht, weil wir hier das Waschbecken haben und weil das die Ecke ist, die am meisten von der Toilette entfernt ist. Ich würde daher sagen, dass wir einfach mal so ganz provisorisch hier schon mal ein Tablett hinstellen. Vielleicht mittig. Gucken wir mal. Wir gucken einfach mal, wie es aussieht am Ende und dann kann man ja immer noch ein bisschen umdisponieren. Das Ding mit Seifenspendern ist ja eigentlich, dass die meistens irgendwie direkt hier am Waschbecken liegen. Ich habe halt auf der Homepage von Zara gesehen, dass die das so gemacht haben, dass es quasi oben drauf stand. Also, ich finde es eigentlich ganz schön, aber ich glaube, das ist auch mehr so ein Ding, was du halt machst, wenn du vielleicht nicht zu Hause bist oder wenn es ein Gäste-WC ist oder so. Okay, dann ist es so, dass wir da in der Ecke eigentlich immer unsere Parfums stehen haben. Ihr habt die auch vorhin gesehen und eigentlich sollen sie auch da stehen bleiben. Deswegen werde ich da jetzt auch erstmal ein Tablett hinstellen. Gut, und das dritte Tablett legen wir jetzt einfach erstmal hier auf die Ecke, wo ich meinen Schmuck immer liegen habe, den ich täglich anziehe. Ich weiß noch nicht, ob es da bleibt, aber wie gesagt, wir gucken einfach erstmal, was hier am Ende bei rauskommt. Ich muss ja auch noch gleich noch ein paar Sachen wieder hier ins Badezimmer holen, die eigentlich immer hier drin sind. Mal sehen. Okay, dieses kleine Tablett hier, das kommt auf jeden Fall auch nochmal nach hier oben. Das habe ich nämlich eigentlich für Schmuck geholt, aber ich glaube, das ist perfekt für so eine Listerine-Flasche. Also ich benutze jeden Tag Listerin, deswegen kann das, glaube ich, da perfekt drin stehen. Das ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Also ich finde, es sieht jetzt schon echt süß aus mit dem ganzen Stuff hier, der hier jetzt hier rumsteht. Aber ich finde es schwierig zu überlegen, wo es am besten hinkommt. Ich glaube, ich stelle euch erstmal hier kurz ab und dann hole ich die Sachen ins Badezimmer, die auf jeden Fall hier im Badezimmer sein müssen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So, ich habe hier jetzt gerade mal meine Schminkbox. Ich habe tatsächlich gar nicht so viel Make-up. Was sich hier auf jeden Fall herauskristallisiert, ist, dass fast alles, was ich wirklich benutze, von Cass Berlin ist. Kann die wirklich nur empfehlen. Und falls ihr das Video hier seht, call me. Ich glaube aber, weil ich auch ein bisschen gucken will, was benutze ich überhaupt noch. Hier werden auch wieder Sachen aussortiert, wie zum Beispiel der Eyeliner hier, der einfach wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten ausgetrocknet ist. Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal benutzt habe. Von daher nehme ich hier jetzt einfach mal so Sachen raus, die ich an sich eigentlich nie benutze und lasse einfach mal die Sachen drin, die ich tatsächlich auch regelmäßig irgendwie benutze. So, that's it. Wie ihr sehen könnt, ist eigentlich alles hier weiß. Also es ist wirklich alles so von Cass.
Und ich glaube, der kommt einfach wieder da hinten in die Ecke, wo er auch schon die letzten 6 Jahre gestanden hat. Also quasi hier in Ecke. Ich glaube, das geht auch. Ich glaube auch dadurch, dass es nicht so voll ist und halt hier auch gut in die Ecke passt und von der Farbe her auch einigermaßen hier ins Raumschema passt, kann der da stehen bleiben. Ich glaube, das ist in Ordnung. Es wird nur einfach ein bisschen ordentlicher gemacht werden. Aber ja, ich glaube, das geht. Hier mit der Lasserine übrigens. Die ist ein bisschen groß. Ich habe hier diese 5XL oder was auch immer XXL Größe. Und die ist ein bisschen zu groß, aber es ist nur minimal. Also seht ihr das? Das ist wirklich, wirklich nur minimal. Das ist nur das, was hier so absteht. Also die normalen werden hier auf jeden Fall reinpassen. Ja, aber mir gefällt das hier alles noch nicht so ganz. Ich bin noch nicht so ganz happy hiermit. Da habe ich jetzt eine Plastikpflanze stehen, die sonst immer da steht. Das ist halt einfach die von Ikea. Also was soll ich sagen? Ich finde es wirklich schwierig, eine Pflanze zu finden, die im Badezimmer stehen kann, die absolut kein Tageslicht braucht, weil wir hier ja, wie ihr sehen könnt, kein Fenster drin haben. Ich finde es wirklich schwierig, eine zu finden und dann aber auch zu sagen, so der kann ich gerecht werden, die braucht kein Sonnenlicht, kommt mit Dunkelheit klar hier den halben Tag, die kommt mit starker Luftfeuchtigkeit klar, wenn wir hier duschen und so. Ja. Weiß ich nicht. Ich finde es halt schön, dass hier so ein bisschen grün ist. Vor allem, wenn man weiter weg steht, dann finde ich, ist es auch eigentlich gar nicht so auffällig, dass es halt eine Plastikpflanze ist. Aber es geht besser. Und ich muss da, also ich möchte eigentlich eine finden, die ins Badezimmer kann, die auch wirklich echt ist. Und ja, also, Leute, falls ihr irgendwelche Empfehlungen habt, falls ihr irgendwelche Pflanzen kennt, bei denen ihr sagt, die braucht kein Sonnenlicht, die ist lebendig, die kommen mit Luftfeuchtigkeit aus, die kommen mit Dunkelheit klar, schreibt mir gerne. Aber wie gesagt, hier steht auf jeden Fall jetzt ein bisschen Grünzeug. Finde ich hier tatsächlich ganz süß. Das stand ja sonst immer da, aber ich weiß nicht, da hat es nicht so ganz gewirkt. Lass mir erstmal so stehen. Ich finde es hier in Kombination mit dem Tablett auch eigentlich ganz süß. Genau, Schminkzeug. Kommt jetzt erstmal zu den ganzen anderen Stuff, den ich sonst nie benutze. Ich habe hier so eine verbotene Schublade, wo echt so der ganze Stuff drin ist, den ich besitze, aber nicht benutze oder wirklich nur ganz, ganz selten benutze, wenn es wirklich gebraucht wird oder so. Gut, machen wir mal weiter. Okay, die finde ich gerade richtig geil. Die Parfums passen alle drauf. Ich hatte echt Bedenken, dass das alles nicht darauf passt und ich dann irgendwie Parfums noch daneben stellen muss und das dann wieder nicht so schön aussieht, aber es sieht richtig nice aus. Es passt perfekt drauf. Ja, geil. Freut mich gerade mega. So, ich habe mir jetzt gerade mal meine Skincare geholt oder zumindest alles, was ich so dazu besitze. Ich benutze natürlich nicht das alles. Ich benutze im Prinzip jeden Tag das Gleiche. Aber ich will mal gucken, ob ich hier auf dieses Tablett das drauf bekomme, was ich wirklich jeden Tag benutze. Zum Beispiel benutze ich jeden Tag hier CeraVe zum Gesicht waschen. Theoretisch benutze ich jeden Tag hier meine Sprühflasche, die stelle ich jetzt erstmal so daneben. Was ich auf jeden Fall auch jeden Morgen und Abend benutze, ist hier von No das 120 Stunden Liquid Hydrator Serum. Ich weiß gerade nicht genau. Ich glaube, das nennt man auch Serum. Das benutze ich nach jeden Tag. Ich benutze jeden Tag hier von Neutrogena meine Aqua Gel Cream. Die ist auch eigentlich leer, da kann ich auch mal die neue erstmal hinstellen. So, und abends benutze ich dann nach dem von No von L'Oreal dieses Revital Lift Filler mit Hyaluronsäure. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Habe ich das Gefühl, das tut meiner Haut auf jeden Fall echt gut. Und danach creme ich mein Gesicht immer mit der Nivea Nachtpflegecreme ein. Und die steht dann auch im Prinzip da drauf. Das ist alles, was ich eigentlich aus dem ganzen Kram hier benutze. Ab und zu, wenn ich irgendwie Pickel habe oder so, benutze ich hier von No nochmal dieses richtige Serum. Das ist ein Serum, das 120 Maximum Hydration Serum. Das mache ich aber auch nur punktuell drauf, also wirklich nur da, wo ich jetzt gerade irgendwie einen Pickel habe oder so und dann sagen will, okay, ich nutze jetzt hier diese Niacinamide und klatsche da drauf und dann hilft es tatsächlich auch, merke ich immer wieder. So, und das ist eigentlich alles. Alles, was hier sonst drin ist, neben den Haarprodukten, die ich gerade gemerkt habe, ich habe hier noch ein paar Haarprodukte drauf, die ich noch nicht getestet habe, die ich aber auf jeden Fall nochmal in einem Video testen werde. Ich habe nämlich von Barley Curls jetzt endlich alle Produkte. Das braucht eigentlich nicht hier so den ganzen Tag offen rumstehen. Das ist auch eigentlich nicht viel. Seht ihr das? Also das Tablett ist nicht mal voll.
Deswegen lege ich da jetzt einfach mal von Jon noch seinen komischen Bartkram drauf. Ist auch erstmal nur, um zu gucken, was gehört da eigentlich, also was gehört dazu und was muss da eigentlich mit drauf. Deos benutzen wir auch täglich. Stelle ich jetzt auch erstmal hier mit drauf. Und hier sein Bartöl kann da auch nochmal mit drauf. So, das ist also eigentlich alles. Und ich finde, das geht sogar noch voll fit. Meine Sprühflasche passt da sogar auch noch mit drauf. So, das heißt also, alles, was wir täglich benutzen, neben dem Parfum, passt auf ein so ein Tablett. Ist nur die Frage, wo kommt das jetzt hin? Lasse ich das hier oben stehen oder packe ich das auf die andere Seite? The struggle is real. Also, das ist jetzt die Situation. Wie ihr sehen könnt, habe ich das Tablett immer noch hier rumstehen. Und ich habe hier noch so ein kleines Schmuckhalter-Ding. Das hat mir mein Nachbar getöpfert. Finde ich richtig nice. Und da sind im Prinzip immer alle Sachen drauf, die ich so jeden Tag benutze. So, jetzt ist die Frage, brauche ich dann das Tablett hier? Ich finde eigentlich, dass das eigentlich ganz süß aussieht, so, wenn das so da drauf liegt. Hat irgendwie was. Hier in den Boxen ist jetzt noch nichts drin. Theoretisch, ich probiere mal kurz was. Ich bin nicht ganz sicher, ob das ist, was ich will. Ich will auf jeden Fall die Sachen, die wir jeden Tag benutzen, leicht zugänglich haben. Ich will das nicht jeden Tag hier aus der Kommode oder sonst irgendwo rauskramen. Ich will das aber eigentlich hier oben alles clean haben und da möglichst auch. Vielleicht passt das ja alles hier rein. Nein, es passt nicht hier rein. Okay, ich habe jetzt erstmal mein Schmuckkästchen geholt, was eigentlich hier stand, falls ihr euch erinnert. Das stand hier auf der Ecke. Und das Tablett kommt erstmal wieder hoch. So, ich glaube, ich habe es so platziert, wie es mir gefällt. Jetzt fehlen nur noch Handtücher, die Fußbodenteppiche. Und dann können wir, glaube ich, hier auch schon das große Reveal machen. Ich mache das jetzt schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, sind wir ready für das große Reveal? Ich glaube schon. Dann wollen wir mal. Also Freunde, ich finde es auf jeden Fall sehr viel schöner als vorher. Ich finde, es sieht so viel cleaner aus. Ich finde auch gerade so durch die Tabletts ist es überall nochmal so eine kleine Abgrenzung. Und man sieht wirklich so, das ist ein kleiner Bereich, da ist ein kleiner Bereich. Auch auf der Seite hier, das ist ein kleiner Bereich, das ist ein kleiner Bereich. Und alle sind halt verschieden. Also hier habe ich jetzt zum Beispiel meinen ganzen Schmuck draufgelegt. Also zumindest den, den ich so am häufigsten trage. Ich habe natürlich jetzt auch gerade Schmuck um, deswegen ist das hier jetzt ein bisschen leerer. Aber das ist auf jeden Fall so der Schmuck, den ich im Alltag am häufigsten trage. Von daher macht es für mich nur Sinn, dass der hier auch im Badezimmer ist. Da habe ich jetzt alle Parfums drauf. Ihr erinnert euch, das hatte ich vorher da stehen. Das habe ich jetzt getauscht. Jetzt steht das hier, weil da brauchen wir eigentlich nur einmal, zweimal am Tag ran. Und das hier sind einfach die Sachen, die brauche ich einfach irgendwie auch griffbereit, wenn ich am Waschbecken bin. Von daher macht es für mich Sinn, dass es direkt hier griffbereit ist. Hier kann man jetzt natürlich überlegen, was man da so reinpackt. Ich habe da jetzt gerade erstmal noch so ein paar Reservesachen an Skincare-Kram, den ich noch gefunden habe und dachte, okay, das passt eigentlich gut, wenn das hier bei einem Skincare-Kram ist. Aber theoretisch kann man da auch Tampons reinpacken, man kann da Binden reinpacken, man kann da feuchtes Toilettenpapier reinpacken. Ich finde es halt eigentlich ganz schön so, dass es direkt hier über der Toilette ist und ich finde, es passt auch hier gut rein. Also ich glaube, gerade so, weil es so ein massives Ding ist und dann zwischen der Pflanze und zwischen diesem Tablett kommt es gut zur Geltung, aber auch, weil es hier symmetrisch ist, da achte ich halt auch drauf. Das, ne, ist halt anders Teil einer Optik. Und hier, da hat sich jetzt nicht so viel verändert, also das ist halt mein Schminkkram, den brauche ich halt einfach im Badezimmer. Ich habe halt sonst noch keinen anderen Platz für Schminkkram, von daher macht es für mich nur Sinn, dass es da steht. Aber das hier finde ich auf jeden Fall nice. Und dann hier die Zahnbürsten und hier der Seifenspender. So, also ich würde sagen, das Makeover hier war erfolgreich. Ich finde es auf jeden Fall richtig gut. Ich finde es sehr viel besser als vorher. Mir ist es tatsächlich immer noch ein bisschen zu viel Stuff, den man hier so
sichtbar im Badezimmer sehen kann. Auch gerade so diese Ecke hier, das ist mir eigentlich immer noch ein bisschen zu viel, was da so rumsteht. Aber das sind einfach die Sachen, die brauche ich täglich, die brauche ich jeden Tag irgendwie griffbereit. Und ich bin da auch ehrlich gesagt nicht so ganz optimistisch, dass wenn ich das irgendwo verstauen würde und das wirklich jeden Tag rausholen muss, benutze und dann wieder reinpacke und so, dass ich das lange durchziehe. Also vielleicht so die ersten Tage und irgendwann lasse ich es dann doch wieder hier liegen. Von daher ist es okay. Ich denke, man kann es erstmal so lassen. Ich finde es auf jeden Fall sehr viel schöner als vorher. Auch gerade so, weil es, weiß ich nicht, es sieht schon ein bisschen edler und classy aus, oder? Also auch gerade hier auf der Seite, da ist es vielleicht noch ein bisschen zu kahl, weil hier die Pflanze vorher da stand. Wenn ihr euch an meine Videos erinnert, die ist eigentlich immer da gewesen. Und das sieht jetzt schon so ein bisschen kahl da oben aus. Aber wie gesagt, falls ihr irgendwelche Pflanzen kennt, wisst, empfehlen könnt, die wirklich ohne Tageslicht auskommen und im Badezimmer gut überleben können, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare, weil ich hätte gerne noch ein paar oder zumindest die hier ausgetauscht. Aber das ist auf jeden Fall nochmal eine andere Story. Ich finde es auf jeden Fall gut und ich würde sagen, wir beenden das Video hier an dieser Stelle erstmal. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es ist auf jeden Fall mal was anderes als der Content, den ihr sonst so auf meinem Channel seht. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr das jetzt gefunden habt. Es war einfach ein Projekt, was ich irgendwie schon so seit 2 Wochen machen wollte. Also das Zara Home Paket, das steht hier auch schon seit 2 Wochen. Aber ja, heute habe ich es abgedreht und euch einfach mal direkt mitgenommen. Von daher, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier gibt es Locken-Content, Lifestyle-Content, in Zukunft auch mehr von mir. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverwirklichung. Von daher, falls ihr da Bock und Interesse drauf habt, dann abonniert den Channel. Und ansonsten würde ich sagen, und daran ändert sich auch nichts, macht's gut und bis nächste Woche.